Grüße dich herzlich, Mumio für die Kinder. Dürfen die Kinder Mumio nehmen? Natürlich. In Russland Mumio bekannt beim viele ganz normale Ärzte beim Hautproblemen und bei den Knochenproblemen, bei dem Knochenbruch. Wer am meisten braucht solche Produkte? Natürlich die Kinder und ältere Menschen. Die Kinder sind im Wachstum. Die brauchen sehr viele Aminosäuren, die brauchen sehr viele Mineralien, Mikroelemente, Makroelemente, was ist zum Beispiel im Mumio drinnen. Das ist ein Naturstoff, welcher wird im Altai oder in Kirgisien auf Felsen über 1000 Meter gefunden. Das ist ein Produkt, welches hat kein Verfallsdatum, welches kann nicht kaputt gehen, weil er kann erhitzen, er kann gefroren sein, er geht nicht kaputt, er ist lebendig, er ist wirklich lebendig. Der riecht einzigartig, er schmeckt einzigartiger. Aber wenn du ihn einmal ausprobiert hast und achtest auf die Veränderungen im Körper, weißt du ganz genau, wie genial ist das. Die hat, was uns bekannt, fast über 100 Stoffe, welche unsere Körper verwenden kann. Und die Kinder beispielsweise brauchen natürliche Stoffe. Die brauchen das, was die Zelle gleich verwenden kann. Und das ist beispielsweise Mumio. Das Kind braucht so vom einen, sag mal, Pastelle, da ist kleine Form, in Form von Tabletten würden das eingepackt, weil es klebt. Oder es gibt loses Mumio, so also einen Messlöffel. Und wenn ein Kind 1 bis 2 Messlöffel, es kommt darauf an, nach Alter, ab 1,5 Jahre ein Messlöffel beim kleinen Kind reicht. Wenn es so 8 Jahre, es braucht 2 Messlöffel. Erwachsene brauchen 3 bis 5 Messlöffel. Kommt darauf an, was ist jetzt los mit dem Mensch. Wenn es in Krankheitssituation, dann braucht 5. Wenn es nur Prophylaktik, dann nur 3. Kann man Mumio auf Dauer nehmen? Bei den Erwachsenen ja. Bei den Kindern bitte Pause immer ansetzen. Weil die Kinder, weil die Kinder, die nehmen und wirken bei sich anders als die Erwachsenen. Ich versuche jetzt richtige Wörter zu finden, dass ihr das versteht. Die Kinder haben noch keine Abneigung von sich selbst, solange die Erwachsenen das ihm nicht angeredet. Und ein Kind kann quasi seinen physischen Körper aufbauen vom Nichts. Es bedeutet, selbst wenn er schlecht ernährt wird, aber er ist glücklich, weil das physische Körper im absolute Harmonie und Gleichgewicht. Und auch bei den Kindern, welche super toll ernährt sind, aber die sind nicht glücklich, die sind unter Stress stehen, im Familienstress, neigen dazu, krank zu werden. Deswegen achtet selber auf die Kinder, welche brauchen Unterstützung, dann können die einen Monat nehmen, dann 2, 3 Wochen Pause und dann wieder. Aber wenn ein nur Prophylaxe, nur zum kurz unterstützen, es reicht einen Monat zu machen und dann 2-mal im Jahr ist genug. Bei den Erwachsenen, man kann 6 Monate nehmen, dann eine Pause, dann wieder nehmen. Es muss intuitiv immer an sich fühlen, was man braucht. Und bei dem Kind auch ein Kind entscheiden lassen, braucht er wieder oder will er aufhören. Allerdings, es schmeckt schon einzigartig, viele Kinder mögen das nicht. Aber wenn einem Kind erklären es, nimmt er wirklich viele Sachen. Und wie gesagt, achtet darauf, dass die Kinder bleiben so, wie sie sind, vollkommen. Redet ihnen nicht eure eigene Meinung, Gefühle ein. Lieber kommt ihr in so eine Kommunikation mit den Kindern, da wo ihr könnt dem Kind helfen, seine eigenen Gefühle zu artikulieren, dass das Kind mit dir spricht, dass er über sich erzählt und selbst die Lösung findet und nicht deine parathaltende Lösung für alle Fälle
annehmen sollte. Ich weiß, weil viele Menschen, viele Erwachsene hören ein Kind und warten sehr schnell, wann der fertig wird, um seine eigene Meinung und Ratschlag geben, was das Kind machen sollte. Und das ist falsch, weil es hindert dem Kind, eigene Erfahrungen zu machen und sich wohlfühlen, sicher, selbstbewusst und eigene Weg zu gehen. Und dadurch werden die Kinder krank. Okay, wegen Mumio, wie gesagt, die Kinder können gerne nehmen, mit Pause und dann wieder nehmen. Wie? Man kann so nehmen und Wasser nachtrinken, man kann im Wasser ablösen und als lösen, Wasser lösen, Mumio nehmen oder Zedernussöl mit Mumio nehmen. Oder wie es, man kann als Säppchen das verwenden, weil im Dickdarm, im unteren Bereich, die letzte 10 cm vom Dickdarm super toll aufnimmt, alles direkt ins Blut. Also für die Menschen, welche beispielsweise Verdauungsprobleme haben und sehr starke gesundheitliche Probleme, man kann als Säppchen es benutzen im Dickdarm. Aber zuvor Dickdarm sauber machen, ja, mit Anlauf. Okay, ich wünsche euch von ganzem Herzen alles Gute und wir hören uns. Bis bald. Ciao.